Hallo Gartenfreunde, heute ein neues Video, und zwar werden wir heute ringsrum um den Deich Ordnung machen. Und zwar schneiden wir als erstes, schon angefangen hier, die alten Winterastern runter. Kommen schon neues Grün. Auch die Schwertlilien treiben aus. Auch die anderen Lilien. Die Narzissen sind immer noch nicht weiter. Werde ich erstmal schneiden, dann sehen wir uns das Ganze noch mal in Ruhe an. Und zwar schneiden wir das alles direkt über den neuen Winterastern. Bis zum Boden. Radikal Schnitt. Bei den Schwertlilien entfernen wir das alte Laub. Es kommt schon neues Grün bei den Schwertlilien. Also es ist arschkalt. So, um den Deich haben wir erstmal Ordnung gemacht. Akkurat noch. Die Astern kennen wir da und auch die Tulpen, Narzissen, alles freigelegt, sauber gemacht. Auch hier sauber gemacht, diesen Rand, hier wo die eigentlich die Tulpen kommen sollten. Weiß nicht, wo die hin sind. Über 100 Tulpen hier reingemacht. Keine kommen. Ein paar innige. Aber dafür, die roten Johannisbeeren sind angewachsen.
die ich im Herbst hier reingemacht habe. Die sind alle gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 und der 7. hat etwas gemuckert. Auch hier, bei den Schwertlilien, haben wir alles sauber gemacht. Noch ein Tipp: die Schwertlilien im Herbst nicht abschneiden, sonst blühen sie nicht im nächsten Jahr. Sieht eigentlich nun ringsherum um diesen Deich ganz ordentlich aus. Fische sind auch da, gesehen. So, Gartenfreunde, das war die Aktion Pool. Gartenteich sauber machen. Die erste Arbeit in diesem Jahr. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Kommentieren, Kommentare wären auch nicht schlecht. Auf Wiedersehen.